Auf die Plätze! Fertig! Los! Hä, was ist hier los? Die greifen mein Haus schon wieder an! Hey, Leute, Crymax hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute. Was geht ab? Wir sind hier mal wieder auf Alphasteins geheimen Server, Leute. Und heute ist natürlich mal wieder einiges geplant, Freunde. Wir steigen hier direkt mal auf unser Moped drauf, denn wir müssen heute endlich mal wieder bei unserem McDonald's. Nein, nein, Leute, mein Sprit ist leer. Oh, nein, das Ding fährt gar nicht los. Ey, das ist auch so eine Müllkiste hier, unser Moped, Junge. Wir müssen für uns vielleicht echt mal was Neues besorgen. Aber gut, Freunde, dann laufen wir halt wieder zu uns, zu den Läden, denn wir müssen jetzt erstmal wieder abchecken, was hier bei unserem McDonald's und bei unserem Paul Berger Limo Shop abgeht. Also lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Und außerdem war ich auch ein paar Tage hier nicht mehr auf dem Server gewesen. Hö, hier ist jetzt sogar eine Straße entstanden. Und da hinten ist ein Turm. Was geht denn hier ab? Hö, und was? Alter, oh mein Gott. Hö, der dreht ja völlig durch hier. Der macht voll die Burnouts. Was ist denn jetzt hier los? Hey, wer ist das? Was ist das denn? Alphastein, was geht ab bei dir? Du hast ja ein... Was hast du für ein Auto? Hör mal, es läuft. Also guck mal, was hast du für ein Auto? Ja, hast du kein Auto oder was? Alter, hä? Was hast du denn für einen krassen Flitzer da? Das ist ein Smart, ein Zweisitzer oder so. Junge, ja, Junge. Das ist richtig schnell. Alter, Leute, Alphastein und Enter haben schon Autos. Damit. Junge. Das ist richtig cool im Gegensatz zu dir. Alter, Leute, hört ihr das? Der dreht hier völlig durch mit seinem Bus, ey. Leute, wo? Der Bus hat einen Diamantmotor, das ist richtig krass getuned. Ein Diamantmotor? Ey, wir haben nur... Leute, wir haben nur so ein kleines Moped. Woher haben die das denn alles? Ey, woher habt ihr denn eure Autos? Ach, hast du noch nicht davon gehört? Wie, von was gehört? Alter, sagst du ihm? Bei Stunny Performance kann ich jetzt Autos kaufen. Stunny Performance ist jetzt in der Stadt? Ja. Alter, was? Hä, wie cool ist das denn? Ich hasse Autos. Will, glaube ich, auch bald Sportautos haben und alles. Was? Leute, wir werden uns ein Lambo holen. Ey, ich werde mir auf jeden Fall jetzt ein krasseres Auto als ihr besorgen hier. Ja, richtig teuer, Max. Gib auf. Wie richtig teuer, Leute? Egal, wir haben eh super viel Geld. Ey, was hat der für einen Motor eingebaut? Das sieht nach voll dem lahmen Bus aus, aber irgendwie macht der hier so voll Kickdown, Freunde. Alter, den hört man immer noch, Freunde. Ja, aber okay. Ey, also, hä, was ist denn hier alles in der Stadt passiert? Freunde, ich war ein paar Tage nicht hier und die Stadt sieht einfach ganz anders aus, hä? Ich meine, immerhin gibt es so unseren Paul Berger Limo-Shop. Der scheint auch immer noch gut zu laufen hier, Freunde. Ja, also hier sind immer noch viele Villager davor. Moin, 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 wir gehen mal rein. Oha, Leute, wir gucken hier mal. Schaut euch mal an, wie das hier abgeht. Also, Leute, unsere Paul Berger Limo-Auto. Automaten, die laufen hier, die werfen richtig viel Geld ab. Wir gucken mal, was haben wir gerade so? Alter, wie viel Stacks Geld haben wir denn hier schon wieder dabei? Okay, also ich würde sagen, unsere Geschäfte, zumindest mal hier im Paul Berger Limo Shop, laufen sehr, sehr gut, Freunde, ja? Dann schauen wir mal noch kurz direkt in unseren McDonald's drüben rein. Wenn der jetzt auch so gut läuft, können wir uns direkt noch ein krasses Auto leisten, so. Hä? Leute, warum ist hier so wenig los? Hä? Normalerweise stehen doch hier immer die Leute auch Schlange bei unserem McDonald's. Warte mal, hat Alphastein den hier wieder sabotiert? Weil bei Alphastein hier beim Burger King ist auch nichts los. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen da mal rein. Wir gucken mal, was da drin so los ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, McDonald's ist hier nicht mehr so beliebt. Also hier sind ein paar Leute drin. Okay, Jeffrey hier an der Kasse verdient auch noch ein bisschen Geld. Jetzt aber auch nicht so super viel. Ja, also irgendwie so richtig laut. Also der McDonald's läuft irgendwie leider nicht so gut. Wisst ihr, woran das liegt, Freunde? Hä? Warte mal, ist... Leute, kommt in den KFC! Gönnt euch leckeres, knuspriges was? Steak! Das wird besser als McDonald's ist, Leute! Kommt schnell! Was? Ey, Ente hat ein KFC aufgemacht? Ja, willst du auch mitessen? Ja, komm rein! Was? Oh mein Gott, das läuft ja übertrieben bei dir, Ente! Ja, hier gibt's viel mehr Protein als in der McDonald's. Proteinreiches Chicken. Alter, oh mein Gott. Ey, die Leute, die stehen ja hier an zwei Eingängen hier, Schlange. Oh, ey, das geht ja richtig ab hier bei dir, Ente. Ey, deswegen... Ja, magst du mit einsteigen? Magst du investieren? Ja, vielleicht. Aber ich meine, deswegen geht hier bestimmt niemand mehr zu meinem McDonald's hier. Ja, genau. Die wollen alle den neuen Trend ausprobieren hier. Alter, ey, das läuft ja echt krass bei dir. Was hast du dir denn vorgestellt? Kann man hier noch investieren bei dir? Ja, man kann investieren. Du musst nur Anteile kaufen. Was kostet denn ein Anteil? Boah, das kommt ganz drauf an, aber du musst aufpassen. Don Alpha hat seine Schutzhand über diesen Betrieb. Was? Du zahlst Schutzgeld an Alphastein? Nicht an Alphastein, an Don Alpha. Du kennst Don Alpha nicht? Bro, also ich kenne nur Alphastein hier mit einer vollen Windel. Alles Leute, ich muss ganz dringend Alpha. Das ist meine Küche, geh da raus, Mann. Oh, Alpha, nein. Raus mit dir. Boah, ey, der hat hier gerade einen richtig fetten Haufen hingesetzt. Uah! Alter, meine Toilette geht nicht mehr, ich muss sie hier. Alter, ey, Ente, also... Mit dir, Alpha!
mit deinem Betrieb will ich hier nichts zu tun haben. Hier ist ein richtig fetter Haufen in deinem Laden. Ey, nee. Ey, aber warte mal, Ente, du hast da vorhin irgendwas gequatscht von, dass irgendwie Stani Performance jetzt hier in der Stadt ist. Stani sein eigenes Autohaus aufgemacht hat. Ja, genau, hier gegenüber, da drüben ist sein Autohaus. Leute, Stani Performance, das ist ja wie ein GTA, wie cool. Und da kann man sich Autos kaufen. Ja, genau, der hat die krassesten Wagen in der Stadt. Oha, okay, gut zu wissen. Danke dir, mach's gut, ciao. Tschüss. Oh, Leute, ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns jetzt mal ein eigenes Auto kaufen. Die Zeiten, wo wir mit einem Moped rumheizen, sind vorbei. Stani Performance. Alter, der hat sogar... Oh, Leute, schaut euch das mal an. Der hat richtig Security hier überall hingestellt. Oh, okay, Überwachungskameras, Security an allen Eingängen. Der geht hier auf Nummer sicher, aber muss man auch, Leute. Ihr habt es ja in den letzten Folgen gesehen. Gerade mit so Leuten wie Alphastein, mit ihrer Mafia, da muss man ja echt gut geschützt sein. Wir gehen da jetzt mal rein, mal gucken, ob Stani da ist, ob wir hier ein Auto kaufen können, Leute. Da ist er ja, Stani, was geht? Hey, was geht, na? Ja, alles gut, und bei dir? Hey, lang nicht gesehen, Max, ja? Ja, ich war ein paar Tage... Alter... Also ich muss sagen, Stani, das sieht hier richtig wild aus, was du hier aufgebaut hast. Danke, ist gerade mal der Anfang. Wir kriegen nächste Woche kriegen wir mal richtige Autos geliefert. Ach so, aber das okay. Das sind gerade schon die besten, die wir in der Stadt haben. Das sind die besten Minecraft-Autos hier. Guck mal, ich glaube, Alphastein fährt ja hier diesen komischen Bus hier. Ja, der Bus ist Müll, Bro, sag ich dir ehrlich. Der Bus ist absolut schmutzig und die fahren nur Schmalspur, Leute. Ja, das dachte ich mir schon. Du, das Ding ist, Alphastein und Ente haben mich vorhin so ein bisschen angeflext und mich ausgelacht, weil ich nur ein Moped fahre. Hast du da... Digga, Ente hat doch nur das Müllauto hier und Alphastein hat doch nur den Bus. Ja, aber ich habe halt gerade nur das Teil hier. Weißt du? Du hast nur einen Roller? Ich habe nur so ein Moped hier, ja? Max. Ja. Gib mir mal das Beste, was du hast, Stani. Bro, willst du wirklich das Beste? Beste! Willst du das Auto für King Crime? Ja, ich brauch ein Lambo oder sowas. Okay. Ich hoffe, du hast das gewisse Kleingeld. Ja, ich denk schon, ja? Ich denke schon. Das wird nicht ganz billig. Sagen wir es mal so. Bleib mal hier stehen. Okay. Ich komm rangefahren. Leute, was wird der uns denn jetzt hier zeigen? Er meint, er zeigt uns jetzt das beste Auto, was man hier für Geld kaufen kann. Dann haben wir natürlich was Krasseres als Alphastein und Ente. Das brauchen wir auch. Hä? Dreirad! Also, Baby-Dreirad. Stani, ich will dir jetzt eine... Da ist Alphastein mit seinen Schlägern. Ich bin nicht Alphastein, ich bin Don Alpha. Ja, Don Alpha. Mein Auto ist gesichert von Army Security. Ja, mein Schutzgeld, Stani. Dimitri ist ganz wütend. Dimitri. Alter. Oh, Dimitri ist ganz schlecht gelaunt. Stani, zahlst du Schutzgeld an Alphastein? Nein, zahl ich nicht. Deswegen habe ich doch hier Army Security am Start. Er möchte 2 Stacks Geld haben, Stani. Seh zu, dass du Land gewinnst, Alpha, sonst werden wir das Feuer öffnen. Also, ich glaube, hier mit den ganzen Securities bist du in der Unterzahl, Alphastein. Das ist ein Komm gleich wieder, wartet ab. Dimitri ist sehr wütend. Ich hole Dimitris Cousin. Sollen wir die abknallen? Ja. Okay. Ihr legt euch mit den Falschen an. Dimitri! Wir haben keine Angst vor dir, Junge. Dimitri! Nicht für das Land gewinnt, Junge. Einbruch, Brüder. Einbruch, Brüder. Junge, sieh zu, dass du das Land gewinnt. Let's go. Da hinten rennt der Junge. Ey, den haben wir gut in die Flucht gejagt hier. Ja, Mann, der wollte letztes Mal schon Schutzgeld fürs Autohaus haben und alles. Ey, Bro, ich sag aber ehrlich, du musst da wirklich aufpassen bei dem. Weißt du, was die bei mir gemacht haben? Die standen bei mir mit, Leute, ihr habt es ja gesehen, vielleicht in den letzten Videos, die standen bei mir mit 20 Leuten vor der Haustür, haben mein Haus gestürmt. Ja, Mann, ich sag dir, bei dem muss man wirklich aufpassen. Das ist ein Psychopath, ey. Ja, aber deswegen habe ich mir extra Security hier besorgt. Ja, das ist ehrlich gut. Das war nur kleiner Spaß. Das Dreirad ist natürlich nichts für dich. Ja, ich wollte jetzt auch nicht dir zu nahe treten, aber ich dachte schon, dass das irgendwie nicht so das Krasseste ist, das Dreirad hier. Ja, das Krasseste ist aktuell unsere G-Klasse, die wir hier haben. Boah, Alter, okay. Also da könnte man noch einen Diamantmotor einbauen. Mhm, okay, okay. Ich sag mal so, wenn du willst, wir können einmal eine kleine Probefahrt machen. Aktuell ist da ein normaler Motor drin. Aha. Wie ist das hier mit den Sitzplätzen? Aber man kann hinten auch drauf sitzen. Oha. Ja, hinten kannst du auch sitzen. Also eigentlich ist es ein Viersitzer. Ja. Mein Gott, Leute. Hä, wie cool ist das denn? Guck mal, Offroad hier, ne? Bum, bum, bum. Geht auch. Oha. Hä, das hört sich ja voll gut an. So, und jetzt fahren wir hier eine Runde. Okay, ja. Kleine Probefahrt hier.
Nee, du musst andere Seite einsteigen. Ach so, ach, das ist ein Rechtslenker hier, okay. Ja, ja. Ist das ein Importwagen oder was? Das ist ein Importwagen, ja. Und jetzt gib mal Gummi. Ja, ich geb Gas, aber der fährt nicht. Ah, der hat keinen Sprit mehr drin. Warte, Junge. Hier, so, aber Leute, schreibt mal in die Kommentare, findet ihr die G-Klasse cooler? Also das sieht auf jeden Fall schon mal krass aus als dieser komische Bus von Alfie. Das ist das Auto. Okay. Das ist das krasseste Auto, was du hier haben kannst aktuell. Wow, oha. Hä, hey, der ist ja gar nicht mal... Woo! Der ist ja gar nicht mal langsam. Ein normaler Motor drinnen, normaler Motor. Oha! Hey, warte mal, was ist denn das hier links? Army Security? Ja, der sichert ab gegen Don Alpha. Oha! Hey, hier ist ja in der Stadt richtig viel passiert, als nicht da war die Tage. Army Security? Dann das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Was ist denn das hier überhaupt? Wasserkrieger Fanshop? Ja, weiß auch nicht, was das für ein Müll ist, ey. Okay, gut. Ja, also ich sag ehrlich, der Wagen fährt sich gut. Ich würde aber direkt noch ein bisschen Motortuning mit reinnehmen, ne? Ja, das kostet aber. Der Diamantmotor ist aktuell alleine bei 25 Stacks Gold, ne? Also nur der Motor. Nur der Motor und das Auto kostet natürlich auch noch mal ein bisschen was, ne? Stani, ich sag's mal so, du kennst mich, ich bin kein Schmalspur. Gib mir bitte einmal das beste Auto, was ich kriegen kann. Ich will mir hier nichts mehr anhören müssen von Alphastein und Ente. Mach den Wagen so krass, wie es geht. Okay, Diamantmotor, Diamantgetriebe, Sportrenngetriebe, Akrapovic-Auspuffanlage, 24 Zoll Mansory-Felgen, alles drauf. Und dann sagst du mir, was das Ding kostet und dann machst du mir noch einen Bruderpreis. Okay, okay, wir gucken mal. Drinnen sind gerade aktuell, da ist nur der Large-Motor drin. Und ich mach mal jetzt den Diamantenmotor rein. Aha, okay, dann okay. Zack, nehmen wir mal kurz die Räder ab. Dann kommen jetzt ein paar Rennräder raus. Boah, Leute, ich schau, wie der Wagen hier gerade umgebaut wird. Wie krass ist das denn? Live-Tuning von Stani hier. Okay, ja, sehr gut. Aha. Und dann hast du noch eine spezielle Farbe, die wir das Auto machen sollen. Ja, iCrimex Blau, wie immer. iCrimex Blau. Okay, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, ja. Wow, das sieht voll gut aus. Ja, cool. Mann. Ey, der Wagen sieht richtig gut aus. Hast du jetzt aber den besten Motor und so schon drin? Der beste Motor und die besten Reifen sind drin. Mhm. Ich mach da einmal einen kleinen Performance-Check also, damit. Ich bin mir relativ sicher, damit solltest du jedes Rennen gewinnen hier in der Stadt. Oh mein Gott, wie schnell der ist. Wow. Junge. Boah, der ist echt schnell. Alter. Warte mal, wir machen mal auf der Geraden Highspeed-Check. Junge, damit habe ich ja nicht mal gerechnet. Boah, 21,6. Alter, ist gut. Der ist echt schnell. Der ist meinst du, ich bin damit schneller als Alphastein und Ente? Locker, Junge, wenn du mit denen rennen fährst, du ziehst die locker. Ja, dann würde ich die zu einem Rennen rausfordern und um Geld wetten. Ja, safe, Mann. Alter, würde ich auch mal, sag ich dir ehrlich. Okay, Stani, dann tankt das Ding noch einmal voll und wie viel kriegst du dafür, dann gehe ich das Geld holen? Ja, ich sag mal so, Bro, weil du Bruderpreis, ich gebe dir noch 2 Tankkanister obendrauf. Mhm, okay, finde ich gut, ja. 50 Stacks bist du dabei. 50 Stacks! Ja, oder halt 50 Netherite-Barren. Das ist halt sehr teuer, Bro. Aha, okay. Weißt du was? Ganz kurz. Auto aktuell. Okay, warte mal. Ich gebe dir schon mal. Leute, 5, das ist richtig teuer, aber ich habe hier schon ein bisschen Geld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, ich glaube, ich muss hier nochmal ein bisschen was holen gehen. Das passt ja gar nicht alles in den Winter. Ich bin gleich wieder da, aber ich gebe dir jetzt schon mal eine Paulberger Limo. Guck mal, die kannst du trinken in der Zeit. Oha, danke. Okay, Leute, wir müssen hier schnell Geld holen. Ich hoffe, dass unsere Paulberger Limo-Automat. Oh, da ist Alphastein. Alphastein fetzt hier gerade entlang. Oha, aber ich sage euch ehrlich, Leute, ich glaube, mein Wagen ist schneller als der von Alphastein. Alphastein hört sich vielleicht krasser an, weil er da irgendwie so eine Auspuffanlage eingebaut hat oder so. Aber Leute, Lautstärke ist ja nicht gleich Schnelligkeit, ja? Also ich glaube, unser Wagen ist schneller. Okay, warte mal, hier haben wir nochmal ein paar Geldstacks. Dann gehen wir nochmal kurz bei uns in McDonald's rüber. Der wirft ja leider gerade nicht ganz so viel ab. Aber falls da noch ein bisschen was offen ist, dann hat Stani bestimmt auch... Ey, Leute, Alphastein hat schon wieder einen Haufen hier vor unseren Laden gesetzt. Ey, jetzt reicht's hier langsam. Ich glaube, wir müssen uns mal wieder um Alphastein kümmern und uns rächen dafür. Aber das können wir ja gleich beim Rennen machen. So, dann hier nochmal ein bisschen Geld eingesammelt. Ich weiß gar nicht, wie viel hat er? Er hatte jetzt 18 Stacks, haben wir ihm gegeben. Das heißt, er kriegt noch 32 Stacks, Leute. Oh mein Gott, das ist ja so teuer. Also, Stani, hier, guck mal. Hab hier nochmal. Also, du kriegst ja noch ein bisschen was. So, zack, zack. Okay, also ich glaube, es fehlen noch 5 Stacks, aber die kann ich dir bestimmt nächstes Mal vorbeibringen, oder? Ja, kein Problem, ist okay. Super, vielen Dank. Ja, war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Stani. Andere Seite einsteigen, du Rentner. Ah, ey, Mann, ey, immer diese Importwagen hier. Nächstes Mal will ich einen Linkslenker. Was, Junge? Guck mal, das Ente, forder den mal raus, die ziehst du locker ab. Den fordere ich mal direkt raus. Yo, Ente, was geht? Ey, was geht? Ich tune gerade mein Auto. Ah, du tunst dein Auto. Okay, okay. Guck mal, ich habe jetzt auch ein neues Auto hier. Was? Oha, das hast du dir niemals gekauft. Das ist safe geliebt, oder?
Nein, das ist gekauft. Barkauf. Sicher, sicher, aber das gewinnt niemals gegen meinen Flitzer. Hä, Bro, dein Wagen ist niemals so schnell wie meiner. Ich habe einen brandneuen G63 AMG mit Tuning. Aber meiner wiegt viel weniger als deiner. Ja, aber meiner hat mehr PS. Wir finden es einfach mal raus. Weißt du was, endlich fordere dich zu einem Rennen raus. Auf, komm, zeig's mir von hier bis hier hinter zum Ende von der Straße. Nein. Alter, ey, Alphastein. Ja! Der tritt ja völlig durch. Sportwagen, schau dich den mal an. Wow. Ey, der sieht ja echt schnell aus, Leute. Ich glaube, mit so einem kleinen Go-Kart können wir nicht mithalten. Ey, Alter. Das viel zu schnell. Der dreht hier völlig durch. Wollt ihr ein Rennen machen, Leute? Ja, ich wollte gerade Ente zu einem Rennen rausfordern. Ich wette 10 Stacks Geld. 10 Stacks Geld. Okay. Leute, wenn wir mit jedem um 10 Stacks Geld wetten und gewinnen, dann würden wir ja 20 Stacks Geld gewinnen. Das wird sich ja voll lohnen schon wieder. Ja, okay. Wisst ihr was? Ich fordere euch beide zu einem Rennen raus. 10 Stacks Geld Einsatz pro Person. Okay, ihr seid alle dabei, sehr gut. Ich muss aber auch noch ganz kurz einmal Geld holen. Dann komme ich gleich wieder. Okay, Leute, wir gehen jetzt mal schnell Geld holen. Wir müssen das Rennen aber auf jeden Fall gewinnen, weil wenn wir da jetzt verlieren, dann sind wir gefühlt pleite. Obwohl, nee, ich habe ja auch noch ein bisschen was in meinem Tresor, merke ich gerade. Aber trotzdem, umso mehr Geld, desto besser. So, wie viel haben wir hier nochmal? Ja, okay, guck mal, allein hier, Freunde, nochmal 4 Stacks. Und dann gehen wir nochmal kurz zu unseren Paulberger Limo-Automaten. Da läuft es ja richtig gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall abziehen. Die Frage ist jetzt nur, wir müssen uns was Gutes überlegen, weil ich glaube, Ente ist leicht zu besiegen mit seinem kleinen Smart. Aber ich glaube, Alphastein ist ein harter Gegner mit seinem kleinen Go-Kart da, weil das sah echt schnell aus. Da müssen wir uns jetzt wirklich was Gutes überlegen, dass wir das Rennen gewinnen. Wir gehen jetzt mal hier wieder zurück. Oh, ey, hier der KFC von Ente läuft wirklich auch sehr gut. Da können Alphasteins Burger King und mein McDonald's einpacken. So. Okay, Leute. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Ich mache euch einen Platz. Geld ist schneller. Ja, wir werden sehen. Habt ihr alle euer Geld dabei? Natürlich. Okay. Ja. Dann passt mal auf. Wir machen ein Rennen. Und zwar einmal machen wir ein Rennen bei Amir vorbeifahren und dann eine Kurve fahren und bis zu meinem Haus. Oha. Also quasi ein Rennen durch die ganze Stadt. Okay. Okay. Das kann für mich werden. Ja, okay. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Oh. Was? Wie schnell ist der? Oh mein Gott, Leute. Wir sind so schnell. Wir sind so schnell. Zack, 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 zack. Und hier die Kurve nehmen. Die Kurve nehmen. Ente ist total langsam. Okay. Nein, ja, wir sind der Schnellste. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Wir wirklich das schnellste Auto hier auf dem Server. Bam. Nein. Und wir sind zuerst angekommen. Wir haben direkt mit Haus gewonnen. Ey, Alphastein, Wettschulden sind Ehrenschulden jetzt hier. Her mit dem Geld. Wie lange warst du noch weg? Oh mein, hier, mein Auto ist so langsam. Ey, Ente, du hast ja voll das Müllauto. Komm, wir zerschießen das. Mein Auto ist kaputt, nein! Nein, das ist richtig kaputt gemacht! Reparier das wieder! Ja. Mein Auto ist kaputt! Oh Gott, Leute, guck mal, wir haben das voll geschrottet. Ja, weißt du was, Ente, ich habe ja eh gewonnen, dann behalt halt deine 10 Stacks Geld, ja? Echt? Ich darf mir Geld behalten, ja! Ja, aber Alphastein, von dir kriege ich 10 Stacks Geld. Nein, ich muss meinen auch behalten, ich habe noch hier noch Kosten, weißt du, ich habe noch Möbel. Leute, guck mal, wie er sich drücken will, du kleiner Drückeberger hier. Ich bin schon eingerichtet. Hier setz dich erstmal hin. Ich mach jetzt. Ja, schön sieht's hier aus. Ja, Alphastein. Setz dich dahin. Los, hier, genieße. Ey, Leute, der will sich so drücken. Gut. Der will sich so vom Zahlen drücken. Alfie, ich will jetzt hier kein Steak essen. So, setz dich erstmal hin, lass hier ein bisschen reden, Max. Über das Wetter und, ich will nicht übers Wetter reden, ich will jetzt hier meinen Wetteinsatz haben. 10 Stacks Geld. Geld oder was? Das ganze Geld? Nimm es. Ja, 10 Stacks. 10 Stacks Geld schuldest du mir. Komm her damit. Ich kann dir nicht alles geben. 10 ist zu viel. Ja, dann, wenn du aber nicht das Geld hast, dann wette doch auch nicht um das Geld. Ich dachte, ich gewinne das. Das war sicher für mich. Ja. Leute, deswegen sollte man nie irgendwas wetten, was man nicht hat. So, Alphastein, du hast mir jetzt. Sag mir, dass du das Geld nicht willst. Sag mir, dass du das Geld nicht willst. Warum sollte ich das sagen? Natürlich will ich das Geld. Bist du mir ganz sicher? Du weißt, wie ich anrufen kann, Max, wenn du das ganze Geld jetzt nimmst. Warte mal, drohst du mir hier gerade? Nein, ich sag ja nur, ich kenne ein paar Leute und ich habe ein Handy in der Hand. Mit denen kann ich jemanden anrufen. Leute, der hat mir doch gerade gedroht, oder nicht? Jemanden anrufen. Hör mal zu, Alphastein. Du hast mir jetzt 3 Stacks zufrieden. 3 Stacks hast du mir gegeben, du schuldest mir noch 7. Her mit dem Geld jetzt. Ich lass mich doch nicht hier von einem Alphastein abzocken. Du bist mit den 3 Stacks zufrieden und du verlässt es mal aus.
Alpha-Stein. Okay. Du schuldest mir das Geld jetzt. Her mit den 7 Stacks. Ich werde ihn anrufen. Ruf an, wenn du willst. Ist mir egal. So. Ja, nimm dein Geld. Juhu. Let's go. Ja, ich bin glücklich. Danke. Tschüss. Leute, wen ruft der da an? Warte mal, wir belauschen ihn mal. Was macht der damit? Wem telefoniert der da? Don Alpha, bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich hab mit 10 Stacks Geld gekauft, komm mir die wieder. Don Alpha? Ich dachte immer, Alphastein ist Don Alpha. Wenn Alphastein das nicht, wer ist denn Don Alpha? Na gut, Leute, aber dieser Don Alpha, was will der schon machen hier, ne? Wobei, warte mal, wir haben gar keine Securities mehr bei uns. Wir sollten uns mal wieder neue Securities holen. Die letzten wurden ja alle gekillt, Leute. Naja, egal, wird schon nichts passieren hier. So, wir haben schön ein neues Auto, haben auch noch Geld gemacht. Leute, der Tag ist doch perfekt hier. So, unser Moped, das müssen wir auch mal irgendwie hier beiseite bringen. So, warte mal, das können wir nämlich einmal hier schön zur Seite tragen. Das hat nämlich ja gar keinen Sprit mehr. Zack, hier rüber damit. Optimal, Freunde. So, dann gehen wir mal jetzt hier bei uns rein. Und dann würde ich sagen, bringen wir nämlich erstmal das ganze Geld, was wir jetzt hier neu gewonnen haben, einmal in unseren Tresorraum rein. So, Leute, Don Alpha, was will der uns schon anhaben? Wir haben ja auch Überwachungskameras. Guck mal, wir können auch einfach auf die Kameras gucken. Hier, Einfahrt, alles gut. So, hier auch alles gut. Zack. Ja, wir müssen uns hier vor nichts fürchten. Keine Sorge, Leute. Gott, Leute, guck mal, unser Geldspeicher ist richtig voll. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Ah, hier ist noch ein bisschen Platz. So, das einmal schön hier reinmachen. Dann war das doch echt schon wieder ein sehr, sehr guter Tag, Freunde. Ne? Los, Ente, machen die Reifen weg! Warte mal, habt ihr das gehört, Leute? Mach die Reifen weg, Ente, sofort! Was ist hier los? Mach die ab, jetzt schnell! Ich mach's gut, hey, was, Alpha! Was soll das hier? Lass mein Auto! Lass mein Auto in Ruhe! Krimax, ich wurde gerufen von meinem Cousin Alpha. Leute, Don Alpha ist der Cousin von Alphastein? Ey, was macht ihr hier in meiner Einfahrt? Was machst du mit meinem Auto? Wir nehmen dein Auto einfach mit, das gehört uns. Hey, das ist mein Auto, ich hab 50 Stacks Geld dafür gezahlt. Dann nehmen wir die Einzelteile mit davon. Ente, lass mein Auto jetzt runter. Ich bin auch bewaffnet. Das bringt dir gar nichts, Dimitri ist sehr wütend, ey, Kramax. Alter, was hat der hier für Schläger, Leute? Mit vier Schlägern steht er hier vor meiner Haustür. Du willst nicht, dass Dimitri sauer wird und traurig. Was soll das hier? Alphastein ist auch traurig gemacht. Gib ihm seinen 10 Stacks Geld zurück oder dein Auto wird kaputt gehen. Ey, Don Alpha, guck mal, du bist doch ein Mafia-Boss, ja? So, du weißt doch, Wettschulden sind Ehrenschulden. Und dein Cousin Alphastein hat um 10 Stacks Geld ein Rennen verloren. Erzähl mir nichts, du hast ihn angelogen, du hast ihn abgezockt. Was macht der da mit meinem Auto? Lass mein Auto jetzt runter da. Ich lass es nicht runter, die Reifen sind weg. Den Motor abziehen, Alpha. Die haben mir meine Reifen geklaut, Leute. Du willst deine Reifen zurückbezahlen, 10 Stacks an Alphastein oder dein Auto ist kaputt für immer. Oh mein Gott, ey, Leute, ich werde hier gerade voll erpresst, Mann. Nicht der Motor auch noch. Gut, er will nicht lernen, dieser komische Junge. Leute, aber ganz ehrlich, ich lass mich hier nicht erpressen, Mann. Wie kannst du dein Auto wieder haben? Ich lass mich hier nicht erpressen. Ey, wisst ihr was, Leute? Warte mal, ich habe da noch andere Waffen unten in meinem Tresor. Warte mal, um den kümmern wir uns jetzt. Ich lass mich doch nicht hier von irgendeinem Don Alpha Malfa Alphasteins Cousin abziehen, Freunde. So nicht, Junge. Leute, ich lass mich doch jetzt hier nicht abziehen von dem, ey. So, warte mal, wir schnappen uns hier mal ein Sturmgewehr aus unserem Tresorraum. So, ja, ich lass mir hier nicht mein neues Auto wegnehmen, was wir uns gerade eben erst bei Stani Performance geholt haben. So, Don Alpha. Wo ist das TNT für sein Haus? TNT, mein Haus? Ihr wollt mein Haus angreifen, hä? Ja, du gibst das Geld. Her mit meinen Autoreifen und runter von meinem Grundstück. Dimitri hat mich erschrocken mit Wasser. Kannst du bitte was machen, Dimitri? Angriff, Dimitri! Angriff, Dimitri! So, deine Dimitris werden hier hops genommen. Dimitri, nein! Runter von meinem Grundstück! Rückzug! Dimitri! Niemals werde ich Schutzgeld zahlen. Oh, wir haben Ente erledigt. Dimitri, Oh mein Gott, Leute, müssen hier alle abknallen. Runter von meinem Grundstück. Mein Motor und meine Reifen schnell wiederholen. So, zack, 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 zack. Oh mein Gott, Leute. Ey, wir müssen uns wirklich besser schützen. Wir brauchen wieder Securities. Wir brauchen, keine Ahnung, vielleicht noch mehr Kameras oder so. Ey, wir haben die zum Glück alle erledigt. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Security. Ich gucke jetzt nochmal, ob die weg sind oder ob die jetzt hier noch mehr Du hast sie mit drin traurig gemacht. Wir machen dein Auto kaputt.
Schrott! Wie viele? Wie viele sind das? Die greifen mein Haus schon wieder an! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute! Nein, 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 die dürfen hier nicht reinkommen, die dürfen. Wo steckt denn? Weg von meinem Haus, Junge! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut hier. Ey, die schlagen meine Fenster kaputt! Nimm raus, ein Crybag! Oh, Alter, wow! Wow! Alter, wirft die Granaten auf mich, ich bin fast down, Leute! Oh mein Gott, was ist hier schon wieder los? Ey, diese Mafia ist echt zu krass. Da muss man wirklich aufpassen. Und die haben mein Auto auseinandergebaut. Ich habe gar kein Auto mehr, um jetzt hier abzuhauen. Oh mein Gott, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Hey, die sind hier in meinem Tresorraum. Ah, Don Alpha, Hilfe! Ente ist weg, Ente ist weg. So, niemals wird es bei mir Geld geben. Eher würde ich hier abhauen, als was zu zahlen. Dein Geld! Oh mein Gott, Freunde, das ist hier schon wieder zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Ich habe auch nicht unendlich viel Leben. Ich muss hier weg, Leute, ich muss hier irgendwie abhauen. Ich muss hier irgendwie abhauen. Oh, die sind überall, die sind echt überall, Freunde. Hey, Leute, die sind hier überall, wir kommen hier gar nicht mehr raus, ey. So, Tür zu, Tür zu, Tür zu, so. So, dann nehmen wir einfach sein Auto mit, Leute, wenn er nicht reden will. Runter mit dir. Hey, die wollen mein ganzes Auto mitnehmen. Oh, mein Auto, Leute, das hat doch 50 Stacks Geld gekostet. Oh, nein, 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 das ist gar nicht gut. Oh, Leute, ich kann mich auch nicht mit denen anlegen, wenn ich da jetzt reinspringe. Die machen mich fertig. Oh nein. Leute, wir haben ein neues Auto gekauft und haben es direkt wieder weggenommen bekommen. Aber ganz ehrlich, lieber so, als dass ich auch nur einen Cent hier Schutzgeld an diesen Don Alpha zahle. Wir müssen uns auf jeden Fall was überlegen, um uns unser Auto wieder zurückzuholen. Schreibt in die Kommentare, was wir machen sollen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crymax. Ciao.